Guten Morgen und herzlich willkommen bei Claudias Cosmic Card News. Mein Name ist Claudia und was du hier siehst, ist sozusagen ein kleines Mittwochs-Update. Normalerweise hätte ich die Karten jetzt frisch gemischt, sozusagen vor deinen Augen, aber dadurch, dass diese Legung gar nicht für diesen Kanal gedacht war, für YouTube, sondern für meinen Telegram-Kanal, ja, aber die so in Resonanz sind mit der Montagslegung, habe ich gedacht, das muss ich hier ganz dringend auch nochmal filmen und dir zeigen. Also, am Montag, wenn du die Legung noch nicht gesehen hast, schau sie dir gerne an. Die ist großartig gewesen. So eine Power, so eine Kraft. Apropos Kraft, du siehst hier die Karte Kraft. Das ist die Karte, die auch am Montag da war. Die Karte war am unteren Kartenrand. Das heißt also, das ist ja die Karte, die ich dann immer umdrehe und die Energie mitnehme. Für mich hat das sowas, dass die am unteren Kartenrand das so als Umhüllung, Umrandung, also eine Energie ist, die mitspielt und die auch gerne uns etwas mitteilen möchte. Deswegen nehme ich die immer sehr gerne mit rein und ist aber noch ein bisschen, so wie zu sagen, eine nähere Beschreibung. Der Wagen, die Kraft und dann der Tipp des Universums. Ich habe gefragt, okay, was ist die Tagesenergie, die Tagesbotschaft? Und da kam also der Wagen raus, der Wagen, der ja sagt, ein Aufbruch voller Freude, ein Aufbruch mit Power, mit Kraft und es geht voran und das ist ja von den Aufbruchskarten diejenige, die am freudigsten ist, die am meisten, ja, du siehst es auch schon da, er hat die beiden Pferde, Yin und Yang, alles mit dabei, er sitzt oben, das ist wirklich ganz, ganz wunderschön von der Darstellung her und die Kraft war am Montag auch mit dabei. Und die besagt ja, also da ist Stärke, da ist Power, da ist genau alles, was du brauchst, hast du bei dir. Du kannst loslegen, mach. Ne? Du brauchst auch keine Angst haben. Und dann kommen wir nämlich zu dieser Karte. Das Tigerauge, das war der Tipp der geistigen Welt, sagt, overcome your fears, überkomme deine Ängste. Und also falls irgendwie hier noch was auftauchen sollte an Ängsten, wo du sagst, oh, ich weiß aber nicht, ob ich das kann, ob das wirklich so das ist, obwohl du spürst, dass es genau richtig ist, was du tust, dann sind das wieder Ängste, die aus dem Verstand kommen, die dir irgend so einen Blödsinn erzählen. Es fühlt sich dann immer sehr real an und so, oh Gott, ja, und der Verstand versucht ja auch immer, irgendwelche Argumente zu finden, warum Dinge nicht funktionieren, wo schon wieder Probleme auftauchen. Und wenn du in Problemen denkst und nicht in Lösungen, wirst du natürlich ewig in deinem Problem hängen bleiben. Also, wenn du siehst, aha, oder spürst, da sind Ängste, da kommt plötzlich was hoch, weil du vielleicht dich vor deiner eigenen Courage plötzlich fürchtest oder so, dann mach dir das bewusst. Nimm dir einen Moment der Stille, horch in dich rein und spür einfach mal, atme und spür einfach mal wirklich, was da zu dir möchte oder wo es dich hinzieht oder hindrückt, hinpusht sozusagen. Die Stärke und die Kraft ist da, du bist bestens gerüstet, du hast alles, was du brauchst. Und Ängste sind aber auch ganz normal, wenn die auftauchen. Sie sind wirklich normal, weil, wie gesagt, Angst vor der eigenen Courage, wenn man so eine Power plötzlich an den Tag legt, ist also durchaus ein gängiges Modell. So, aber dann weißt du Bescheid. Und ich habe gedacht, ich musste diese Legung unbedingt zeigen, weil die sowas von perfekt in die Ergänzung von Montag passt. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir natürlich auch eine weitere schöne Woche. Und ja, bei mir kommen jetzt demnächst nochmal wieder ein paar, na, wie heißt das jetzt? Unboxing, genau. Da kommt noch was. Ich erwarte nämlich noch ein paar Orakeldecks. Und ja, wenn du magst, kannst du gerne bei mir auf dem Telegram-Kanal vorbeischauen. Du kannst natürlich auch gerne diesen Kanal abonnieren. Du kannst natürlich auch gerne liken, einen netten Kommentar schreiben. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei mir bleibst und alles Liebe, alles Gute, Namaste, bis ganz bald.